Gaijin Entertainment. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Try, jedenfalls vorerst. Und ja, wir befinden uns bei In Let's Trail War Thunder. Und um mal ganz kurz was vorwegzunehmen, um so zu tun, als hätte man eine Ahnung. War Thunder ist ein Spiel, wie der Name sagt, wo es um Krieg geht, aber nicht wie bei Battlefield mit der Knarre übers Feld zu rennen, sondern es geht eigentlich ja größtenteils um die Fahrzeuge drumherum. Man hat ja auch schon ein, zwei Bildchen, wo man ahnen kann, worum es geht. Ich bin sehr gespannt. Ich spiele das Spiel jetzt vor allem, weil Ruven das spielt. Wir werden sicherlich auch mal zusammenspielen. Wir haben es ja noch nicht gemacht. Wie gesagt, let's try. Ich springe jetzt hier ins kalte Wasser. Deswegen wollte ich auch erstmal eine Folge alleine aufnehmen, um ein bisschen reinzukommen. Aber es werden sicherlich, ich hoffe mal, dass wir noch mal zusammen aufnehmen können. Auf jeden Fall zusammen spielen auch noch mal. Wie gesagt, Grüße gehen raus an Ruven. Und ja, wir befinden uns in War Thunder. Und wir müssen direkt mal auswählen, ob wir mehr so der Typ für die Luft sind oder mehr der Typ für den Boden. Ich glaube, ich bin bei der Luftwaffe. Flugzeuge finde ich spannender. Ach du guck, das ist kompliziert. Flugzeuge finde ich spannender als auf dem Feld. So. Haha, gute Frage. Was ist Rufen? Also ich könnte natürlich Deutschland sein. Das UdSSR, Großbritannien, Japan und natürlich die USA. Aber ich denke mal, wir sind Deutschland. Solange wir keine Nazis sind, bin ich glaube ich auch gerne Deutschland. Das ist auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall erst so nach Ersten Weltkrieg aus. Also hier, das ist doch die Flagge vom Deutschen Reich, wenn ich jetzt keinen Kack erzähle. Wir machen mal, wie gesagt, UdSSR ist ja auch nicht mehr aktuell. Wir nehmen mal Deutschland. Ich hoffe mal, Ruf hat das auch genommen und dass das uns irgendwie nicht im Weg steht. Sonst müssen wir nochmal neu anfangen, aber ich nehme Deutschland. So, Ausbildungskurse. Ja, ich denke mal, das wäre nicht schlecht. Ich spiele erstmal nur mit Tastatur. Ich könnte natürlich auch Controller spielen, aber ersten Teil des Grundlagen-Tutorials. Hier lernen Sie die Grundlagen des Luftkampfes. Im Modus Maussteuerung können Sie Ihr Flugzeug mit dem Cursor steuern. Cursor. Bewegen Sie den Cursor einfach zum Bewegen Sie den Cursor. Das war's. Begeben Sie sich zum Wegpunkt. Okay, wir spielen natürlich in allerhöchsten Auflösung. Ich hoffe mal, dass das läuft, aber das müsste kein Problem sein. Um schneller zu fliegen. Beschleunigung auf 100% erhöht. Ah ja, kann man das irgendwo sehen? Schub, Not. Ah ja. Ich glaube, Not ist nicht so gut. Das Beschleunigung senken, um langsamer zu fliegen. Dankeschön. Ich denke mal. 30? Not ist wahrscheinlich so nach dem Motto: Achtung, der Motor macht gleich einen Abgang. In der oberen linken Bildschirmecke wird die aktuelle Fluggeschwindigkeit angezeigt. Vielen Dank. Die aktuelle Motorleistung wird darüber in Prozent an. Ja, habe ich auch schon gecheckt. Sie sehen, hängt die Fluggeschwindigkeit von der Motorleistung ab. Ja. Zum Bremsen die Leistung reduzieren. Zum Beschleunigen die Leistung erhöhen. Alles klar. Erhöhen Sie die Beschleunigung bis War Emergency Power. Ah ja, NOT. Also ich kann auch W nutzen. Die Taste gedrückt halten, um Web zu fliegen. Mit Web können Sie mit Maximalgeschwindigkeit fliegen. Okay, also da explodiert der Motor aber nicht. Wir machen mal einen Crashkurs. Hey, komm dran. Und Ziele, die für den Sieg erfüllt werden. Oh, ich denke mal. Ihr erster Gegner befindet sich vor Ihnen. Okay. Alles klar. Mal direkt ein Looping. Okay, darf ich nicht. Mauszeiger, okay. Mehrere Markierungen in der Zielcursor. Ja, das ist, glaube ich. Ich meine, wir sind ja auch nicht komplett doof. Du kannst dagegen ja nicht treffen, wenn du den Zielcursor mit deiner Maus auf. Was? Ach, Zielcursor würde ich vielleicht mit scrollen wahrscheinlich, ne? Du kannst dagegen ja nicht treffen, wenn du den Zielcursor mit deiner Maus auf ihn richtest. Die Ladungen fliegen in die Richtung, auf die das. Ach so. Ach so, okay. Ah ja, also es gibt den Cursor und das Fadenkreuz. Du wirst auch ein bewegliches Ziel treffen können, wenn du das Ziel in der Fadenkreuz direkt darauf richtest. Okay. Also das Cursor ist das runde Ding und das Fadenkreuz, das zieht ja natürlich ein bisschen nach. Alles klar. Du wirst kein. Okay, wenn du. Hab ich. Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Kann ich das überspringen? Junge? Wahrscheinlich für die Muss ich jetzt steuern? Nee. Kann ich Escape drücken? Ach, das ist M, ne? Ist das die Mission? Nee, auch nicht. Ah, so, du kannst dich gegen ihn treffen? Ja, hab ich.
Ah ja, du musst jetzt ein wirkliches Ziel zerstören. Ziel und halte den Zielcursor. Okay. Nun dreht sich Ihr Flugzeug zum Ziel hin. Das Fadenkreuz muss auf die Führungswinkelanzeige gerichtet sein. So. Jetzt. Ihr Fadenkreuz und die Führungswinkelanzeige überlappen. Genau. Zeit zu schießen. Okay, also zieht immer ein bisschen nach. Wenn ich was falsch mache, kann mir Ruben ja noch weiterhelfen. Waffe klemmt, das ist nicht so geil. Okay, ist auf jeden Fall nicht einfach, aber das ist gut. Ich weiß von Ruben, der hat so einen richtigen Joystick. Und wir sind so krass, die fliegen immer über den Kopf. Okay, also das ist auf jeden Fall hier das, wie heißt das? Ich kann mich da überhaupt nicht aus mit Rudern. Mit den ganzen Rudern, Seitenruder und sowas. So. Komm rum. So. Ist ja doof, dass er selber auf dem Kreis fliegt. Dein Flug ist, was steht da? Oh, zu gering. Ich habe das nicht gelesen, weil da zwei Texte übereinander standen. Also, hier ist auf deinem Bildschirm mehrere Markierungen, der Zielcursor mit der Maus. Ja, genau. Und Ziel in der Fadenkreuz, das die Richtung anzeigt, auf den Bewerbungen, okay, eigentlich ausgerichtet ist. Um die Vorhaltehilfe, die am wichtigsten ist, denn sie zeigt dir an, wohin du schießen. Ja, das ist klar. Nicht treffen, genau. Muss ich mir das echt nochmal angucken jetzt. Ich hab das schon verstanden, es war nicht ganz so einfach. Genau, ich muss... Genau, ja, ich hab das... Kann ich irgendwie das überspringen? Mit Leertaste, Enter, Escape. Ah, nee, hab ich schon gedrückt. M. Oh, Junge, ich hab's doch verstanden. Ich hab's doch verstanden. Ich drücke alle Tasten, die es gibt. Weil wenn ich nicht die Aufnahme beenden Taste drücke. Nee, ich muss mir das echt nochmal komplett angucken, ne? Oh. Ja, ich weiß, das ist falsch. Ich weiß. Indem du das Ziel in der Fadenkreuz über die Vorhaltehilfe des feindlichen Flugzeugs positionierst. Ach, das ist diese Hilfe! Ah, alles klar. Gut, da habe ich doch nicht zugehört. Also ich muss also auf die Hilfe schießen und nicht auf das Flugzeug. Ich glaube... Guck mal, jetzt sind wieder zwei Sachen übereinander. Ich glaube, ich muss also... Ich muss, da, okay, jetzt habe ich es verstanden. Oh, es tut mir leid. So, erstmal dreh dich. Wieso dreht er sich so komisch? So. Also ich muss so im Prinzip darauf schießen, auf dieses komische Ding hier. So. Also ich muss immer so ein bisschen... Jetzt habe ich keine Hilfe mehr. Ist zu gering. Okay. Jetzt habe ich keine Hilfe mehr, ne? Kann man irgendwie zoomen oder so? Ich kann mich jetzt nicht überhaupt nicht... Ach, da, jetzt muss ich da einschießen. Jetzt hier rum. Oh Gott, ist der flott, Alter. Alter. Das ist, Oh, keine Munition mehr. Es sieht leichter aus, als es ist. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay. Üben Sie das an weiteren feindlichen Flugzeugen. Ja. Okay, doch, es geht. Die hatten eben so einen Zoom-Modus. Wie kann ich das auch machen? Guck mal, Q. Boah, Alter! Das war's gerade Q. Falls sich noch jemand erinnert, wir waren damals Segelfliegen. Und dieser Move, die feindlichen Flieger wurden abgeschossen. Der wurde damals mit mir gemacht. Das wäre echt gemein. Zerstören den Laster. Werden Ihnen okay. Oft feindliche Bodenfahrzeuge begegnen. Mhm. Bei Missionen wird dann der Bodenfahrzeugzähler angezeigt. Okay. Dort sehen Sie die Anzahl Bodenfahrzeuge, die für den Sieg zerstören müssen. Alles klar. Ja, ich würde sagen, let's go. Sie können zoomen. Ach, Rechtsklick. Ah, okay. Zu sehen. Kehren Sie zur ursprünglichen. Mit okay. Maschinengewehren und Kanonen können Sie einfach leichte Ziele mit. Okay. Nun müssen Sie wieder an Höhe gehen. Ja. Um die Flugrichtung zu ändern, bewegen Sie Hä? Was ist das jetzt? Aber wieso jemand anders? Bis das Wendemanöver abgeschlossen. Ach, G, das ist natürlich hart. Wir haben gesiegt. Sehr gut. Ihr Tutorial ist abgeschlossen. Tutorial? Sind Sie bereit für Hauptsache kein Englisch reden. Na, sehr gut. So, wollen wir nochmal. Also, soweit ich weiß, hier bei Eurofighter geht's teilweise bis zu 9G. Und das ist echt heftig. Also neunfache das, ne? Ihr wisst, wie das geht. Das ist heftig. So, dann machen wir jetzt mal hier ab in die Schlacht. Ich würde sagen, wir starten das schon mal.
Ich weiß, ich wundere mich, dass es weiter kein Tutorial gibt. Weil ich denke mal, das ist doch nicht ganz so einfach. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie lange so ein Game geht, wie das mit Flugzeugen ist, was wir schon haben. Okay, hier können wir uns eins auswendig sagen. Wir fangen erstmal damit an. Okay, ich glaube, ich will erst ein bisschen die Steuerung kennenlernen. Und dann so was Feinheiten geht. Das können wir eigentlich gerne mit Ruben zusammen machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Dass ich erstmal hier so einen kleinen Anfang mache. Ich zerstöre die feindlichen Bach-Bodentruppen. Okay, also wir müssen also jetzt nach unten. Ich würde gerne trotzdem ein bisschen Schub haben. Blau sind wahrscheinlich unsere. F1 die Steuerungshilfe. Ah ja, okay, danke. So kann man zoomen, ne? Genau. Die können uns wahrscheinlich auch genauso gut abschießen, das dürfen wir nicht vergessen. Und wie ich sehe. Ach, die haben ja auch Flugzeuge. Und ich glaube, es soll ein bisschen flacher fliegen. Ist ja vielleicht nicht so schlecht. So, aber trotzdem kein Risiko eingehen. So, wenn ich was falsch mache, es tut mir dann leid. Ich bin Anfänger, ich darf das. So, wir gehen mal hier ein bisschen um die Ecke. Ist das was? Mehr ist das gar nicht. Eine Artillerie. Ah, okay. Das ist jetzt gar nicht ein großes Panzerding oder so. Das ist echt nur sowas, was Kleines hier. Können wir ja fast so aus dem Handgelenk machen, oder? Okay, da ist ein Panzer. Für die nach oben jetzt. Uiui, das war knapp, aber episch. Episch, episch. Die haben kein Hakenkreuz hinten drauf, ne? Weil für Hakenkreuz will ich nicht kämpfen. Oh, das sieht doch ganz schick aus, aber ich sehe, wir werden beschossen, ne? Boah, Junge, Junge. Und ziehe nach oben. Alter. Nein, ich bin abgestürzt. Oh, wie knapp. Ich würde gerne nach oben fliegen. Okay, ich darf nicht. Sprit. Leck. Okay, das sieht nicht so gesund aus. Hauptsache noch schießen. Okay. Alles klar. Oh, es macht Spaß. Ich überlege fast... Ach, ist es jetzt im Arsch? Oh. Ich überlege fast, wirklich mal mit Controller zu spielen. Aber ich glaube, ich... Oh, das sieht auch schön aus. Ich glaube, ich fliege erstmal hier bisschen mit dem bisschen eine Runde. Aber das macht Spaß. Das ist wirklich cool. Kann man eigentlich auch so ein Looping machen? Ja, ne? Okay, ich glaube, ich sollte... Achtung, 7G. Aber ich glaube, wie gesagt, beim Eurofighter geht's auch teilweise mit 9G zu. Und das ist richtig heftig. 2G ist schon doll. Also das merkst du auch schon. Aber 9, das ist Wahnsinn. Wie gesagt. Das ist heftig. So. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Tricks gibt. Guck mal, wie nochmal das hier, ne? Siehst du, reinsliden. Das hat, wurde mit mir beim Segelfliegen gemacht. Und ich habe damit nicht gerechnet. Und auch der hier. Nach oben fliegen und dann absinken. Da gibt es ja auch der klassische Parabelflug. Naja, ihr wisst. Habe ich ja damals eigentlich erzählt. In unserem guten alten Life in the Woods Let's Play. Ist noch nicht tot? Sag mal. Zieh nach oben. Kann man irgendwie die Waffe wechseln? Wollen wir uns mal um den da oben kümmern? Okay, das schaffen wir niemals. Wollen wir mal nicht zu dick auftragen hier. Obwohl, jetzt sind die hier direkt vor uns. Stehe ich immer schön aufs Steuerkreuz. Guck mal, der ist fast weg. Steuerkreuz gucken. Also ich habe auf jeden Fall getroffen. Den hat es, glaube ich, so gut wie erledigt. Da kümmern sich unsere Kollegen drum. Aber so vom Aussehen ist das ganz schick. Wie gesagt, ich habe alles auf volles Rohr gemacht. Das ist das berühmte Kreuz, der berühmte Punkt. Kann nicht sein, dass ich da gar nichts treffe. Okay, so weit muss ich vor. Also es ist echt gewöhnungsbedürftig, dass man nicht auf den Cursor guckt. Das ist wirklich schwierig. Aber wäre auch langweilig, wenn man das direkt können würde. Ich würde mich natürlich jetzt krass fühlen, wenn ich hier direkt mein Luftfahrzeug kriege. Aber die sind ja, der ist auch nicht gerade lang. Ach komm, das ist Quatsch. Sollen wir uns abrackern? Lieber ein bisschen ums Bodenpersonal kümmern. Ein bisschen mehr an Schub. Wo ist denn hier der Rest überhaupt? Die sind ja fast alle schon weg von den Roten. Ja, und ist noch was?
irgendwo? Wenn es zerstört ist, wird es angezeigt. Naja. Okay. So, mal ein bisschen langsamer, glaube ich. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, und jetzt hier. Guck mal da. Ist er weg? Ich glaube nicht. Das wird immer noch... Gibt es dann immer extra noch eine Meldung? So. Nee, das wird nix. Oh, fuck, zieh hoch! Nein! Oh, ey, der wäre doch fast weich gelandet. So, aber die sind jetzt echt im Arsch. Das gibt's doch nicht. Was ist, wenn ich alle... wenn ich alle kaputt habe? Ich hoffe mal nicht, das geht irgendwie auf Geld oder so. Ob es hier sowas gibt, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich bin unschuldig. So, lass mal darüber fliegen. Kann ich eigentlich auch sowas? Ach, da wird er langsam. Okay, und so. Okay. Gibt's nur andere Tasten? Drücken wir mal ein bisschen rum hier. T. Ach so, so eine Art Hotkey für... Bremsklappen für, Ach, wie geil. Boah, das ist ja mega. Okay. Sieg ist greifbar, ja, das sieht wohl ganz danach aus. Der hat sich wahrscheinlich gut versteckt da unten. Aber vielleicht kriegen wir den. Kommt oder die da von der Ferne her? Boah. Aber ich glaube, die Panzer bekämpfen sich gegenseitig. Da müssen wir eigentlich gar nichts machen. So, zieh hoch, zieh hoch. Das ist immer fies, wenn man, wie viele da am Horizont sind. Wenn man so weit unten ist, so hier, da kann man immer schlecht einschätzen, wie hoch man fliegt. So. Ich weiß gar nicht, Munition, wo ist er unten links, ne? Ne, wo ist denn die Munition? Munition. Boah, einmal getroffen, immerhin. Alter, wie weit die weg sind. Gibt's doch gar nicht. Noch bei Roller. So. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen... Ich kann jetzt mal näher fliegen. So, jetzt nach oben. Weg. Oh, nee, Flügel abgerissen. Kann man das irgendwie retten? Wenn du verlässt dein Flugzeug in... Aber ich kann noch schießen, ne? Das ist natürlich praktisch. Ah, ist leider weit und breit nichts mehr. Wir haben eh gewonnen. Aber was ist jetzt? Ich habe jetzt alle zerstört. Was ist jetzt? Das interessiert mich. Ach. Jetzt kann ich nur noch zugucken, wa? Okay. Auch spannend. Kann ich noch schreiben? Los, Jungs. Oh, Caps Lock. So, das war nicht ich. Los, Jungs. Gebt alles. Sehe, dass ich Zeug stunde? Bin ich stollen? Ja, okay. Gebt alles. Liebe Grüße von meinem Kameraden Ruvi. So. Guck mal, die sind da fast weggeroten. Da haben wir gewonnen. Also, wir haben nicht wirklich dazu beigetragen. Kann man irgendwie Stats sehen hier irgendwo? Okay. Ich denke mal. Ach, jetzt kommen die Stats. Luftziele, Bodenziele, naja. Das ist wirklich gut, sieht das nicht aus. Was ist damit? Satzung wählen. Ich weiß gar nicht. Rekrutieren. Ach, kann ich neu? Ist das da eine Währung? Können wir Escape machen? Ich denke mal, das ist richtig, was ich hier tue. Nee, so viel Geld haben wir gar nicht. Ich weiß aber nicht, was ich hier tue gerade. Deine neue Besetzung muss ein Training absolvieren können. Beantragen. Achso, das ist der Fahrzeugtyp. Die Kosten. Ach nee, das sind doch die Kosten. Kann ich hier wieder raus? Hier kann ich. Was haben wir teuer? 150 Reserve. Kann man hier sehen, wie gut die sind? Stufe 1,5. Stufe 1,5. Komm nochmal den, der sieht am langweiligsten aus. So. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat sich gut angefühlt. So, okay, wir drücken mal okay. Einladung, das ist nett. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal mit der ersten Folge von War Thunder. Ich hoffe mal, nächste Folge ist Rufen mit dabei, das würde mich echt freuen. Hoffe mal, dass ich das richtige Team gewählt habe und dass ich nicht irgendwas schon gekauft habe. Das sieht mir nach Währung aus, ne? 10.000 hätten wir fast machen können. Brauchen wir das? Neues Flugzeug? Ach komm, lass kaufen. Forschung, Reserve,
Was ist denn Forschung? Ach, wie krass. Oh Gott, das, guck mal, hier kann man neu... Okay, Fahrzeug wählen. Forschung? Oder wollen wir das erstmal das nehmen? Das ist, glaube ich, das, was wir von... Reserve? Gott, ich glaube, ich mache alles falsch hier gerade. Forschung. Oh, man wird aber echt ins kalte Wasser geworfen. Ja, nee, das ist ein bisschen hart immer. Ich glaube, ich habe jetzt gekauft, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Das war bestimmt was Falsches, aber es ist in dieser Welt. Rufen kann ich beraten. Ich hoffe mal, dass er in der nächsten Folge dabei ist. Ich will das so einrichten. Können wir noch ein bisschen im Abschluss hier der schöne Gerät angucken. Wir sehen uns dann... Ich denke mal hier die Hakenkreuze. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann mit Rufen. Ich bedanke fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, das lief hier alles mit OBS. Ich habe... Ja, wie gesagt, das ist nicht euer Problem. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski, bis dann. Tschüss.